Hey, ich bin Steffi und im heutigen Video geht es darum, wie du bessere Fotos mit deinem Smartphone machen kannst. Viel Spaß dabei! Gleich zu Anfang habe ich ein paar Basic-Tipps, damit deine Handyfotos gelingen. Basic, aber nicht unwichtig. Die Linse deines Handys ist in permanentem Kontakt mit Fett, also deinen Fingern, in der Hosentasche und so weiter. Nimm einfach ein Stück Stoff, mach sie kurz sauber und dann fang an zu fotografieren. Sonst liegt so ein milchiger Film drüber, das sieht man dann hinterher auch und dann wird das einfach nichts. Tipp Nummer 2, nimm beide Hände zum Fotografieren. Warum? Sonst verwackelt man ganz schnell. Du hast ein viel stabileres Bild und einen auch besseren Bildausschnitt, den du wählen kannst. Du kannst dich viel besser aufs Bild konzentrieren, als wenn du einmal schnell so, ne? Und wegziehst. So, mit zwei Händen. Nummer 3 klingt trivial, aber mir ist es jetzt schon öfter passiert. Genügend Speicherplatz habe ich nämlich ganz oft nicht. Mein Handy ist oft voll, ich fotografiere viel mit dem Handy, also schau vorher, dass du auch Speicherplatz drauf hast. Und zuletzt, geh in die Menüeinstellungen von deinem Handy, schau in den Kameraeinstellungen und guck, was das Handy denn überhaupt alles kann. Da gibt es so viele Einstellungen, die man gar nicht nutzt, da komme ich später nochmal drauf, die du vorab einmal ordentlich einstellen solltest und dann geht's los. Kommen wir zu den technischen Details. Wenn du in deiner Kamera auf dem Handy bist, dann gibt es ein paar wichtige Regeln zu beachten. Nummer 1, nicht zoomen. Das ist ein digitaler Zoom, das heißt, eigentlich kroppt es schon vorweg dein Bild und du verlierst Qualität. Lieber hinterher in einer von diesen vielen Apps das Bild nochmal neu zuschneiden, aber fotografiere einfach direkt so ohne Zoom. Okay? Tipp Nummer 2, nicht blitzen. Wenn man mit dem Blitz umgehen kann, kann man ganz coole Sachen damit machen. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Handyblitz, aber gerade für Anfänger, lass den Blitz weg. Der kommt direkt frontal aus der Kamera, gibt ganz unschöne Schatten. Einfach den Blitz ausschalten, wenn es geht. Tipp Nummer 3. Schau mal auf die Bildqualität, die in deiner Handy-App eingestellt ist. Wenn du die Kamera öffnest, kannst du oben auf dem Zahnrad, zumindest bei meinem Handyfoto, kannst du oben auf dem Zahnrad einstellen, wie die Bildqualität sein soll. Da am besten die höchste Auflösung wählen. Vielleicht kannst du sogar die Bilder in RAW-Format anstelle JPEG machen. Da gibt es auch viele Apps, die das öffnen können. Da kannst du es dann super gut bearbeiten. Stell das vorher ein. Man kann auf dem Handy ebenfalls so ein Gitter einblenden. Da komme ich auch später nochmal bei der Bildgestaltung dazu. Blende das einfach auch gleich mal mit ein. Ich erkläre dir später, warum. Noch ein Tipp, technisch. Und zwar, fokussiere manuell. Überlass nichts der Technik. Du möchtest ja, dass das Bild an einer bestimmten Stelle scharf ist. Das Handy kannst ja nicht wissen, wo das sein soll. Einfach auf dem Display tippen und scharf stellen, wo es sein soll. Ebenfalls manuell belichten. Wenn du einmal scharf gestellt hast, bei mir zumindest, kommt unten der Balken, wo du dann die Belichtung selber einstellen kannst und da kannst du einfach ein bisschen heller oder dunkler einstellen, so wie du es gerne haben möchtest. So viel zu den technischen Tipps. Ah, ein letzter fällt mir gerade noch ein. Es gibt auch Aufsätze für die Handykameras. Das heißt, du kannst hier oben so ein Gerät drauf machen, zum Beispiel nennt sich das Fisheye-Objektiv und, was es da alles so gibt. Schau da einfach mal nach, wenn du da ein bisschen experimentieren möchtest. Ich glaube, das würde hier den Rahmen sprengen, deswegen gehe ich mal nicht weiter drauf ein. Aber das wäre noch so ein letzter technischer Tipp, den du da umsetzen könntest. So, gleich geht's weiter mit der Bildgestaltung. Kommen wir zur Bildgestaltung. Als allererstes, falls du Personen fotografieren möchtest, ein ganz wichtiger Tipp. Die Handykamera verzerrt. Geh nicht zu nah ran, sonst hast du ganz komische Proportionen vom Gesicht. Das sieht nicht schön aus, das ist super unvorteilhaft, also geh lieber ein bisschen weiter weg und notfalls schneide das Bild hinterher aus. Auch Personen kann man sehr gut leicht von oben fotografieren, fotografiere besser nicht von unten mit dem Handy, das sieht oft nicht so gut aus.
Wenn du jetzt zum Beispiel pralle Sonne hast, dann empfehle ich dir gerade auch mit dem Handy in den Schatten zu gehen. Ansonsten versuch doch auch mal gegen das Licht zu fotografieren. Geht nicht? Vielleicht doch. Probier es mal aus. Nutze auf jeden Fall das Licht für dich. Schöne große, ich habe hier ein tolles Fenster nebendran, da kommt super schönes weiches Licht. Das macht einen ganz schönen Teint. Nutze auf jeden Fall das Licht für dich. Große Fenster sind super. Wenn du Landschaften, aber auch Personen fotografierst mit dem Handy, versuche den Horizont gerade zu stellen. Es gibt nichts Unruhigeres als kippende Linien, wo man dann quasi mit dem Blick aus dem Bild rausrutscht. Also nochmal, Horizont gerade stellen. Dir kann auch, wie ich vorher schon erwähnt habe, das Grid, diese Linien, das Gitternetz in deinem Handy helfen, um eben das Ganze gerade zu richten. Das ist aber noch ein nächster Tipp. Das hilft dir nämlich für die Drittelregel. Noch nie von der Drittelregel gehört? Die Drittelregel ist quasi so der Basic-Tipp für die Bildgestaltung. Dort, wo sich die horizontalen mit den vertikalen Linien treffen, da sollte der Fokus, zumindest auf einem dieser Kreuzpunkte, da sollte der Fokus eures Objekts sein. Platziert das Objekt direkt auf einem der Kreuzpunkte und schon sieht das Bild schon viel harmonischer und ausgeglichener aus. Ein weiterer Tipp, dass das Foto generell ein bisschen harmonischer ausschaut, nutze den Negativraum. Negativraum bedeutet in dem Fall keine störenden oder unruhigen Elemente drumherum. Ich hier sitze zum Beispiel vor einer weißen Wand. Das Einzige, was man hier vielleicht noch sieht, ist ein Kranz. Aber wenn ich jetzt im Wald sitze, vor ganz viel unruhigem Hintergrund, mit ganz vielen Bäumen, Blättern, Kontrasten, dann wirkt es oftmals nicht schön. Gerade mit dem Handy, wo man nicht so viel einstellen kann, vermeide das. Im gleichen Zuge heißt es natürlich auch, konzentriere dich auf dein Objekt. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Tulpe fotografierst, also eine Blume, in dem Fall darfst du schön nah rangehen und schau, dass im Hintergrund ganz wenig los ist, dass vielleicht nur eine grüne Wiese dahinter ist, also wirklich irgendwas Ebenmäßiges, und fokussiere nur auf dieses eine Objekt. Versuch nicht, die ganze Blumenwiese zu fotografieren, sondern lieber auf ein Objekt. Das wirkt auf jeden Fall schon mal viel, viel besser auf dem Foto. Symmetrie findet das menschliche Auge wunderschön. Das heißt, du kannst auch mit Symmetrien spielen oder mit Fast-Symmetrien. Wenn das Auge so einen kleinen Fehler entdeckt, kann das auch ganz schön spannend im Bild ausschauen. Wenn es gerade geregnet hat, nutzt doch auch mal Pfützen für Spiegelungen oder so. Fenster sind übrigens auch ein super Mittel für Spiegelungen. Probier es doch einfach mal aus. Das waren jetzt meine Tipps zur Bildgestaltung. Wir probieren es jetzt mal mit dem Handy aus und dann schauen wir mal, wie es funktioniert. So, ich habe mir mal zwei Handys besorgt. Rechts ein iPhone und links ein Android-Handy. Dann starten wir mal direkt mit den Einstellungen beim iPhone. Das findet ihr unter Einstellungen und Kamera. Hier könnt ihr das Format einstellen. Ihr bekommt auch hier immer noch mal ein paar Hilfetexte. Und wie ich bereits erwähnt hatte, blendet euch das Raster ein. Das hilft euch ungemein bei der Bildgestaltung und das solltet ihr nutzen. Ansonsten hat jetzt diese Version vom iPhone nicht so viele Sachen zum Einstellen. Die neuesten iPhones, da kann man auf jeden Fall, soweit ich weiß, deutlich mehr einstellen. Wenn ihr jetzt nochmal auf die Kamera geht, könnt ihr hier oben den Blitz aktivieren oder deaktivieren. Ich habe ihn deaktiviert. Ebenso das HDR macht das aus. Und wir brauchen auch kein Live-Bild und auch kein Timer. So wären wir jetzt mit dem iPhone fertig. Weiter geht's mit Samsung. Beim Android-Handy findet ihr die Einstellungen hier oben direkt in der Handy-Kamera-App über die Einstellungen. Und dort könnt ihr schon mal ganz schön viel einstellen. Hier direkt die Bildgröße der Hauptkamera, das ist die hintere Kamera. Hier habe ich die 4:3 ausgewählt mit der höchsten Auflösung. 4:3 ist auf jeden Fall auch das Format mit der höchsten Auflösung. Das andere ist auch bloß nur ein Ausschnitt. Wenn ihr dann auch mal vergleicht, wie es ausschaut zwischen der Frontkamera, also der Selfie-Kamera, und der hinteren Kamera, dann seht ihr, dass die hintere Kamera fast eine doppelt so hohe Auflösung hat. Also versucht immer, die hintere Kamera zu verwenden. Ich speichere meine Dateien
meine Fotos auch immer noch als RAW-Datei ab. Da habt ihr auf jeden Fall nochmal viel, viel mehr Bildinformationen, die euch hinterher helfen, das Bild zu bearbeiten. Video brauchen wir jetzt nicht. Was wir jetzt noch brauchen, ist das Raster. Das habe ich euch ja gesagt, einblenden. Das könnt ihr einfach hier direkt genau anhaken. Und dann war es das schon mal. Kleiner Tipp, ich kann hier eine externe SD-Karte mit einfügen. Und ich speichere das auch darauf, weil da noch ein bisschen Platz ist. Also schaut auf euren Handyspeicher, dass der ausreicht. Ansonsten könnt ihr hier den Blitz ausstellen. Timer braucht man nicht. Und hier haben wir nochmal das Format. Das haben wir ja jetzt schon eingestellt. So, dann wären wir fertig soweit mit den Einstellungen und wir können anfangen zu fotografieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt jetzt mal direkt loslegen und fotografieren. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen hoch freuen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!